Einen wunderschönen Montagmittag wünsche ich euch, ihr Lieben. Hier ist eine neue Folge LS22 auf der Rehbach im RP-Projekt zusammen mit meiner Wenigkeit, dem Andreas Gruber. Einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben. Hallöchen. Ja, Mensch, nach so langer Zeit sind wir mal wieder da. Ja, 3 Wochen Urlaub rum. Letzte Woche ist die Aufnahmesession ausgefallen. Ja, also es ist einiges passiert. Und dann war auch ein paar Mal die Aufnahme auch nicht, weil die Jungs nie aufgenommen haben. Also ihr habt sozusagen bei den anderen auch nichts gehört gehabt. Ja, wir sind stehen geblieben. Hier an dem schönen Feld. Hier waren wir gerade am... Was haben wir eigentlich gemacht? Weiß ich gar nicht mehr. Auf jeden Fall waren wir ja hier zugange mit dem Jürgen. Mit dem Jürgen. Mit dem Heiner. Waren wir jetzt zugange gewesen. Und ja, jetzt machen wir einfach mal hier weiter. Melden uns gleich mal beim Schorsche. Und dann gucken wir mal. Ich weiß, muss ich nochmal gucken, was hier. Ach, Mulchen. Genau, ich war mit Mulchen unterwegs. Genau. Rufen wir doch mal den Schorsche an. Kein Anschluss unter dieser Nummer. Ach, verdammt. Ja, bitte, Sie wünschen wir spielen. Ja, schönen guten Tag, Herr Gruber hier. Ich wusste ja noch nicht, ob Sie es wussten. Aber ich bin immer noch auf Ihrem Feld unterwegs, Feld 9. Ja. Schon seit vier Wochen. Seit 4 Wochen? Ja. Was macht man da? Ja, weiß ich auch nicht. Mulchen tut man da. Seit 4 Wochen. Ja, ich hatte hier mit dem Heiner hatte ich ja angefangen, auch zu mulchen und sowas alles. Und ja. Aber schön, dass du auch mal wieder da bist, ne? Ja. Wie war die Reha? Hat endlich mal wieder funktioniert. Hinterkreis hat mich mal wieder rausgelassen. Ja. Ja, Hinterkaifeck hat dich rausgelassen und mein Sohn ist wieder zurück in die Heimat. Und Janik verschluckt, ja, ich hab ihn getroffen. Ja. Der wollte wieder zurück. Genau, ja. Naja. Muss ich mal gucken, was ich mit dem ganzen Zeug von seinem Hof mache. Ja. Ob ich dann Nachfolger finde oder ob ich erstmal das verkaufe oder ach, genau. Michelle. Ja, ich hole jetzt mal meinen Ballenwagen. Ja. In seinem Hof. Ja, ich mulch hier fertig und dann irgendwas musste hier auf diesem Feld noch gemacht werden. Ich hatte es nur vergessen, weil Urlaub und so. Ja, ich habe auch absolut keinen Überblick. Da müssten wir vielleicht mal schauen, ob jemand von der Stadt da ist. Ja. Der da vielleicht ein bisschen besseren Überblick hat. Ich weiß es nämlich auch nicht mehr, was alles gemacht werden musste. Einige Felder müssten eigentlich sollten gestriegelt werden. Ja. Aber da weiß ich nicht. Das weiß ich auch nicht. Ich weiß nur. Und ich guck mal gerade, was muss denn aus dem Feld noch gemacht werden hier? Aber das wäre ja eigentlich dann eher was für Andi mit der Spritze. Ja. Ich glaube, Robert wollte er das. Oder wollte er, ich weiß gar nicht, irgendwas wollte er noch drauf gesät haben. Ich habe keine Ahnung. Aber solange wir einen von der Stadt nicht erreichen. Oder musst du da mal anrufen, mal gucken. Ja, ich bin vorhin am Rathaus oder gerade mal am Rathaus reingefahren. Das sieht so relativ dunkel aus. Ja, super. Ich weiß nicht, ob die schon in Sommerferien stecken oder wegen ja, Rechten haben oder. Das weiß man ja nie bei den ganzen.
Na moin, Andi hier, grüß dich. Hallo Andi. Du sag mal, meine Spritze, ne? Ist die schon ready to go? Ja, die steht bei uns am Hof unten bereit. Ich hab dir da auch mal noch was davor gespannt. Okay. Das kannst du mal testen, ob du das brauchen würden, könntest, wollen würdest. Ist davor gespannt? Also, gehe ich davon aus, du hast mir einen Traktor davor gespannt? Genau, ja, weil sonst würde der vermutlich dann demnächst abgestoßen werden. Oh, das passt eigentlich, weil ich suche sowieso einen neuen, weil ich will meinen alten Fetten nicht abstoßen. Okay. Abdeck loswerden halt, ne? Zum Abdecker. Ja, zum Abdecker, der muss weg. Der muss auf den, der geht zu den eBay-Kleinanzeigen dann rein. Okay. Farmtech. Ja, nee, wir hatten uns da mal einen kleineren Waldgar gekauft gehabt. Ja. Pflegetraktor. Okay. Aber der steht eigentlich fast nur rum. Also, steht eigentlich nur rum? Ja, das ist natürlich doof. Weil alles ja, aber bist du gerade am Hof? Bitte? Bist du gerade am Hof? Ich fahr gerade hin, ja. Ja, da passt ja, dann treffen wir uns ja gleich. Okay. Weil ich bin auch gerade auf dem Weg dahin. Wen habe ich denn da vor mir? Oder ist es das? Ist das sogar vielleicht? Also gerade eine Kurve gefahren, du. Jo. Ja, in die Dorfstraße rein, die Kirchenstraße, wie die heißt hier. Ja, nee, auf dem Hof bei uns. Bin ich gefahren. Achso, nee, dann ist irgendwer anders vor mir. Vielleicht dein neuer Mitarbeiter. Mein neuer Mitarbeiter. Der liebe Herr Gruber. Ja, hast du ihn noch beschäftigt bei dir oder was? Der ist gerade noch auf dem Feld unterwegs und mulcht noch. Ach, das ist auch mulcht, okay. Ja, und ich muss mir dann jetzt auch mal einen Überblick verschaffen, was er noch so zu tun ist. Ja, ich wollte gerade sagen, du bist ans Telefon gegangen, wo ist Heiner überhaupt? Ja, der musste vorhin noch ins Krankenhaus. Oh nein, was hat er gemacht? Nichts Schlimmes, der hatte doch einen Bandscheibenvorfall. Ah, okay. Wegen Schmerztherapie. Ah, okay. Ah, scheiße. Ja. Leider, leider. Oh, shit. So, ich leg mal mit auf, denn wir hören uns ja gleich. Jo. Ach, so, grüß dich, hi. Ja, hi. So, wo hast du? Ach, da. Jo, hier habe ich dir mal was hingestellt. Wie gesagt, wir hatten den mal als Pflegeschlepper gekauft, aber dadurch, dass du eigentlich alles spritzt, mehr oder weniger. Ja, das passt, ne? Schon mit Pflegebereich. Ist der dann eigentlich, wird der dann eigentlich über? Ja. Das ist ein super wendiger Pflegeschlepper. Das ist aber ein modernes Teil hier, wa? Jo, hat alles jeden Schnickschnack. Eine Hüpfereinrichtung und alles. Motor anmachen. Mal hören hier. Und schön leise ist er. Ja, und Klotz muss noch hochmachen. Ist er unten? Ja. Ja. Wo ist das Knöpfchen dafür? Warte. Der hier? Ja, der ist das. Ja. Was los? Aber. Was war er da? Herr Gruber. Ja, hallo, Schorsch. Herr Gruber, was hast du noch für einen Sinn für das Schöpfchen hier? Was? Hast du schon Preis ausgemalt? Nee. 5 Euro. Wenn sowieso erst noch Tester, habt ihr gerade irgendwelche Felder zu düngen? Ist da Düngemittel drin oder ist das Herbizid drin? Ist Herbizid drin? Ein Herbizid drin. Ja. Habt ihr irgendwas, wo ich düngen oder Herbizide ballern kann? Wo ich den testen kann? Ich habe vorhin am Vorbeifahren gesehen, dass. Oh, ich weiß gar moin nicht. Irgendein Feld, moin, grüß dich. Ich weiß gar nicht, irgendein Feld musste.
13, 14 müsste ich Unkraut kaufen. 13, 14? Ja, dann mache ich das immer direkt. Rechnung geht an euch oder an die Stadt? Ja, ich schick's an die Stadt. Schick's an die Stadt, ja. Ja, schick's an die Stadt. In der Stadt. Wobei ich vorhin auch schon mal im Rathaus vorbeigefahren bin und da war irgendwie nicht viel los. So. Nee, ich glaube, der Herr Meier ist auch im Urlaub, glaube ich. Der ist auch im Sommerurlaub. Wann sind die mal nicht im Urlaub? Ja, das sind halt Beamte, ne? Die haben mehr Urlaub wie wir drei Tage. Ja. Entweder haben sie Urlaub oder sind auf irgendeiner Sitzung. Ja, das können sie halt gut, ne? Ja. Boah, der sieht aber schon ganz schick aus, der. Ja, dann, weil wie gesagt, der Fan hier, den könnt ihr auch nicht gebrauchen, oder? Nee, nee. Den würde ich dann nämlich verschachern. Ja, da kann ich ja mal den Herr Grubow fragen, ob der für seine Oldtimer-Sammlung was benötigt. Den schicke ich dahinter Kaifek. Brauchst du für deine Oldtimer-Sammlung? Nee, schicke ich dahinter Kaifek. Schicke ich dahinter Kaifek? Ja, da kriegst du vielleicht nochmal los, aber ich wollte mal ein bisschen... Ja, da kann ich ja mal, kann ich ja mal dann den Andreas fragen, was da noch... Gegenwürdig dafür. Ja, den würde ich sowieso erst noch mal sauber machen und so. Der war ja gerade erst durch die Wartung bei dir, Andreas. Ja, richtig. Deswegen ja so. Sorry. Mal gucken, ne? Kriegst du schon was für. Schau einfach mal, sonst ich schieb den dir sonst mal auf den Hof die Tage, ja, wenn er sauber ist. Ja, stell einfach hin und ich gucke mir den dann an. Genau, ist der Frontlader dran und alles, ja. Obwohl, warte mal, geht hier Frontlader dran? Ja, der müsste, glaub, eigentlich eine Konsole haben. An dem Waldra, ja, geht. Ich glaube, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ja. Ja, muss, weil ich brauche auf jeden Fall einen Tracker mit Frontkonsole, weil mein Fendt, der Favorit, der geht nicht. Okay. Ja, da gibt es eine... Gibt's was? Konsole dafür, eine Quicke oder eine Hauer gibt es dafür. Ja, dann will ich aber kriegen. Die ist jetzt gerade leider nicht angebaut. Ja, alles gut, dann will ich aber auch. Bei Quickie vorne leider habe ich ja noch. Also gut, abfällig. Wir testen das gute Ding hier. Auf Feld 13 und 14 hast du gesagt? Jo. Nice. Dann düse ich doch mal rüber und dann schauen wir mal, was das gute Gerät hier kann. Jo. Mach rein in den alten Hobel hier. Ups. Sieht ja sieht irgendwie komisch aus, ne? Andi auf dem Waldra. Mal ganz was anderes. Ja. Ja, ne? Ja. Du, wenn er nicht so teuer ist, ne? Weiß ja, man muss ja sparen, wo man kann, ne? Ich sag, da muss ich erst mal schauen, was Marc uns da dafür aus der Rippen geleiert hat. Ja, also ich denk mal so. Also 20.000, ne? Tschüss! Ja, tschüss! Jede Beule kostet extra, ne? Ja. 20.000. Was ein Schwätzer. Was ein Schwätzer. Nee, der steht echt nur rum bei uns. Mhm. Wird kaum bewegt. Ja, hier, dann, ne, wenn er gar nicht bewegt wird, dann weg damit. Wenn er irgendeinen findet, warum nicht? Deswegen hatte ich dann an Andi gedacht, weil der ja schon länger gesagt hat, dass er für den Fendt-Ersatz benötigen würde. So sieht's aus. Ja, ich schnapp mir jetzt noch den Grubber. Fahr nochmal auf Feld 9, weil ich, hab grad geguckt, mit Robot muss es noch. Dann fahr ich dann nur meinem drüber. Und dann gucken wir, was wir drauf packen. Ich hab auch noch was für dich. Vielleicht zum Loswerden. Junge, das ist gut im Futter, wa? Weinwagen oder was? Oder was? Nee. Schneidwerk? Nee, okay. Steht da hinten auf dem LKW. Hinten auf dem LKW? Hopp! Auf dem Tieflader. Oh Gott. Machst du gute Preis? Ja, muss ich gucken, ob ich einen Käufer dafür finde, wa? Fräser für den Fräser und den Ponze. Ja, muss ich gucken. Ob ich dafür einen finde, muss ich mich mal schlau machen. Jo. Da gucke ich dann einfach mal. Weil das ist ja nicht gerade, was ein Bauer braucht, sag ich mal. Das ist richtig. Da war ja aber eine größere Aktion geplant. Ja, richtig.
Und dann war ich dann immer da. Ja. Ja. Hatte ich mich eigentlich schon drauf gefreut gehabt, ey. Ja, ich mich auch. Schade. Naja, egal. Na gut, dann ja, düse ich erstmal aufs Feld und melde mich dann wieder bei dir, wenn ich dann fertig bin. Olli Klon. Okay, dann bis später. Später. So, ihr Lieben, dann würde ich einfach mal sagen, war's das für heute? So. Ja, dann düsen wir jetzt gleich mal aufs Feld. Und dann würde ich sagen, lasst gerne Daumen nach oben da, schreibt lieben gerne in die Kommentare und dann sehen wir uns dann morgen zu einer neuen Folge. Bis dahin, tschüss und bye bye, macht's gut.